Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Fragda. Und das ist mein üblicher Vorspann bei Spielen, die in Deutschland mit USK 18 bewertet wurden oder vielleicht auch zusätzlich indiziert. Das ist Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Und das wurde PEGI 18 und auch in Deutschland mit USK 18 bewertet. Es wurde nicht indiziert. Dafür ist die deutsche Version aber zensiert. Also sie ist geschnitten. Und zusätzlich eben USK 18. Ich will jetzt gar nicht diskutieren. Ich will einfach nur darauf hinweisen, ich werde ein Video zeigen, wie ich das Spiel spiele. Dementsprechend natürlich sind die Inhalte des Spiels zu sehen, die eben mit USK 18 wird. Und daher für alle jungen Menschen, die das 18. Lebensjahr nicht erfolgreich vollendet haben, hier ist auch PEGI 18. Also generell gilt es für alle Europäer, wenn ihr nicht 18 seid, macht, was junge, nette Menschen machen oder im Alter ist. Bei mir so lange, ich habe keine Ahnung. Ja, macht halt irgendwas. Aber guckt mir jetzt dann dazu, bis ihr 18 seid. So, darauf habe ich jetzt hingewiesen. Ich gehe jetzt ins Spiel. Und alle, die das angucken sollten, dürften, wollen, wie auch immer, ja, denen wünsche ich jetzt viel Spaß dabei. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Fragda und ich bin wieder in Red Orchestra 2. Und ich spiele mal weiter. Die Schlacht um Stalingrad war brutal für unser Vaterland, doch ein Sieg stand nie in Zweifel. Die Bolschewiken haben hart gegen die ihnen weit überlegenen Truppen gekämpft, doch trotz all ihrer Bemühungen wurden fast alle feindlichen Einheiten am Westufer der Wolga vernichtet und die deutsche 6. Armee besetzt nun den Großteil der Stadt. Sowjetischen Widerstand gibt es nur noch in ein paar Schlüsselgebieten, doch auch die werden bald fallen. Wir werden in den letzten Tagen der Schlacht keine deutschen Leben sinnlos opfern. Daher kommen jetzt kleine, handverlesene Einheiten zum Einsatz, um die letzten Widerstandsnester auszuräuchern. Ich bin der festen Überzeugung, dass die harte Arbeit nun endlich hinter uns liegt und ganz Stalingrad bald in deutscher Hand sein wird. Die Chancen stehen gut, dass wir bald als Helden gefeiert nach Hause zurückkehren, unsere liebenden Frauen und unsere Kinder in die Arme schließen können und ein freudiges, warmes Weihnachten feiern werden. Nach Monaten erbarmungsloser Kämpfe kann ich mir kein schöneres Geschenk für die Männer vorstellen. Soll das jetzt lustig gewesen sein? Das war's? Das war die deutsche Kampagne? Okay. Weiß jetzt nicht, ob ich auf die Sowjets wirklich Lust habe, aber okay. Deutschlands Einmarsch im Juni 1941 hatte Mütterchen Russland kalt erwischt. Wir mussten einen schrecklichen Preis dafür zahlen, dass wir dem Führer und seinen faschistischen Hunden vertraut hatten. Hervorragend gerüstet fegte die deutsche Armee durch unser Land und wurde erst kurz vor den Toren Moskaus zum Stillstand gebracht. Zwar zahlten Millionen russischer Söhne und Töchter mit ihrem Leben für diesen Sieg, doch sie zeigten der Welt, dass auch Deutschland bluten kann. Die faschistische Kriegsmaschinerie dürstet es jetzt nach dem Reichtum von Bakus Ölfeldern und nach unserem geliebten Stalingrad. Das wird sie nicht bekommen. Nie mehr wird die Rote Armee auf ihrem eigenen Boden zurückgetrieben. Nie mehr überlassen wir unser Volk hilflos den Nazi-Aggressoren. Hier, in Stalingrad, stehen wir felsenfest und werden die Eindringlinge vernichten oder bei dem Versuch sterben. Die Deutschen glauben, unsere 62. Armee stünde am Rande des Zusammenbruchs. Da irren sie sich. Wir sind angeschlagen, aber bereit, Stalingrad bis zum letzten Mann zu verteidigen. Wir können die Stadt halten, obwohl der einzig sichere Weg für Verstärkung und Nachschub über die Wolga führt. Unsere Artillerie wird ans andere Ufer verlegt, wo sie immer noch agieren kann, aber für die Deutschen schwerer anzugreifen ist. Nun bringen wir den Kampf zu ihnen, holen uns jeden Wohnblock, jede Straße und Fabrik zurück, die sie im Namen ihres Führers erobert haben. Unsere Streitkräfte werden den Feinden auf den Fersen sein und jede ihrer wachen Minuten zu einem Albtraum machen. Sie sollen wissen, dass wir sie im Visier haben und der Tod auf sie wartet.
Unsere äußere Verteidigungslinie muss so lange wie möglich halten, damit wir die Verteidigung Stalingrads aufbauen können. Sobald eine Position steht, zieht sich ein sowjetischer Soldat nur noch dann zurück, wenn seine Munition verbraucht, das Gebäude eine Ruine ist und seine Uniform in Flammen steht. Wir werden den Geist der Eindringlinge zermürben und wenn er schließlich bricht, dann werden wir die deutschen Streitkräfte umzingeln und zerschmettern. Wir sind Soldaten der Roten Armee. Wir kennen weder Kapitulation noch Rückzug. Auf Stalins Befehl, jetzt heißt es, Sieg oder Tod. Hurra! Muss nachladen. Okay. Ja, okay, die Einführung war so, bla bla. Artillerieschlag. Da drüben! Da drüben! Er ist tot! Ihr wollt ein einzelnes Kreuz? Jetzt haben wir eine Menge Kreuze für euch! Rutter! Ich würde sagen, sie haben die Kirsch genommen. Was denn das jetzt? Ich bin nur gerade. Bum, 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 bum. Der Fall! Hilfe!
diese Gesichter nie wieder vergessen! Ey, das gibt's doch nicht! Schaffe die anderen nix, oder was ist das Problem? Der Fritz hat diesen Sieg verdient, aber er wird nicht lange davon zerren. Ich habe auch irgendwie gar keine Lust mit den Sowjets zu spielen. Auch sind diese komischen Vorspann-Videos bei den Sowjets so richtig so... Warum ich das jetzt verloren habe, habe ich auch keine Ahnung. Yeah.
Deckung! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, schon wieder keine Lust mehr. Okay, die Sowjets macht irgendwie überhaupt keinen Bock. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich da, kaum dass ich die Verteidigungszone erreicht, Trickspiel verloren habe. Ist auch egal. Mich hat nur die deutsche Kampagne interessiert. Ich erkläre das jetzt einfach für beendet, das Singleplayer-Dings. Weil mit den Sowjets die Spiele, das reizt mich nicht. Ich finde das doof. Die deutschen Spiele fand ich witzig, das fand ich mal interessant, aber mit der Hose. Also mir ist das total verbuggt. Das funktioniert überhaupt nicht. Ihr habt es ja gesehen. Ja? Ich laufe, ich kämpfe, bupp, verloren. Ich erreiche die Verteidigungszone, bupp, verloren. Also das ist verbuggt, das ist doch Bullshit. Macht ja keinen Spaß. Kann ich ja gleich Multiplayer spiele. Nein, Käse. Also, ich habe die deutsche Kampagne durch, darum ging es mir. Russische, sowjetische Kampagne. Dürfte ich selber spielen. Sind ja eh die gleichen Karten offensichtlich. Nur halt eben von der anderen Seite immer. Immer mit den warmen Worten von den Sowjets davor. Achtung!
wollt ein eisernes Kreuz? Wir haben jede Menge Kreuze für euch! Wir haben zwar diese Schlacht verloren, doch der Sieg wird uns gehören. Jo, ihr seht, keine Ahnung, was ich hier machen muss, um das zu gewinnen. Ich habe keine Taschenatombombe. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ja, wie bereits gesagt, nee, es macht keinen Spaß. Macht auch keinen Spaß. Hab keine Lust mehr. So, ich denke, ich bin durch mit dem Singleplayer von Orchestra 2. Ist ganz witzig gemacht. Die Zwischensequenzen finde ich am besten. Die Missionen selber sind etwas wirr. Die KI etwas seltsam. Mir bleibt gerade in Erinnerung so ein bisschen das Seltsame mit den T-34. Wie ich die deutschen Panzer gefahren habe. In der einen Mission haben die T-34 immer einen Schuss gebraucht, um einen Panzer zu zerstören. Dann war wiederum eine Mission, da sind sie irgendwie 150 T-34 gefahren, die haben nichts gemacht, außer herumzufahren und ich konnte es wegschießen. Und selbst da ging ich, haben wir angeblich verloren. Bei der ersten Stellung. Also manchmal habe ich es nicht ganz verstanden. Ich bin da in irgendwelchen Häusern rumgelaufen und plötzlich, ja, Mission gewonnen, dann wird er ewig rumgelaufen und erstmal nichts geschafft. Also, das ist alles ein bisschen wirr gewesen in Singleplayer. Das, ich glaube, der wirkliche Reiz an dem Spiel ist tatsächlich der Multiplayer. Der Singleplayer, den kann man mal spielen. Da kann man ein bisschen sich in die Spiele eingewöhnen, sich an die Waffen und wie man mit den Waffen am besten spielt. Das kann man sich mal angucken. Die Karten schon so ein bisschen kennenlernen, die man Multiplayer spielt. Wie gesagt, die Zwischensequenzen sind bei den Deutschen ziemlich cool gemacht. Bei den Sowjets ein bisschen wie ein, keine Ahnung, amerikanischer Kinderfilm, Comicfilm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ganz wirr, ganz seltsam mit diesen Schriftzügen. Weiß auch nicht. Also, kann man mal machen. Ja? Kann man mal spielen, Singleplayer. Multiplayer ist auf jeden Fall bei den Spielen das Entscheidende. Ich würde sagen, hier ist endgültig mal ein Cut. Ja? Ich bin hier durch. Wir sehen uns im Video zum nächsten Spiel, beziehungsweise Videos natürlich aus dem Multiplayer, wo wir mit dem Fraktor weiter spielen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.